Da unten vielleicht? Paulilein. Ja, da ist Paul. Und Moment, ich mache einmal ganz kurz Skype neu. Damit das wieder etwas synchroner ist. Zack. Hallo, Paul. Paul. Hallöchen. Wie geht's denn dir? Was beschäftigt mir die Ehre? Ja, gib mir ein paar Schätze her, würde ich sagen. Sagt ihm nix. Mysidia. Oh. Ah, hi, der weiß was über die Geheimtür. Ihr sucht also die geheime Tür, die euch ins dunkle Kellergewölbe führt. Und wozu? Um eine weiße Maske zu holen, wird sich zu dir nähern, und das ist was Kostbares sein könnte. Also, es gibt da einen geheimen Durchgang in der rechten hinteren Ecke des Thronsaals. Seid ihr jetzt unter die Sammler gegangen, oder was? Interessant. Okay, das ist wenigstens mein Charakter, der was weiß. Masken kennt er aber nicht. Na gut, das war interessant, das war gut. Aber immerhin, er kennt was. Ja, wir werden jetzt mit unserem Gerate mit dem Spiegel, hätten wir falsch gelegen. Da hätten wir ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt. Na gut. Also muss man wirklich noch mit allen NPCs reden, um da was zu erfahren? Wenn, ja, wenn sie wirklich was zu sagen haben. So, rechte Seite, irgendwo hier. Ja, alle Wände mal durchprobieren. Obwohl. Ist das ein Fenster oder was soll das darstellen? Egal. Zack. Wir suchen einen Geheimgang und rammen den Kopf gegen die Wand. Hurra. Da könnt ihr ruhig mal auch was sagen, ne? Hier vielleicht? Der Geheimgang. Ja. Mäuschen, wo bist du? Ach, hier. Ja, nichts Besonderes zu erkennen. Genau deswegen können wir die Wand anlabern. Ist klar. Zauberwort. Ein Loch in der Wand. Es ist eine geheime Tür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Dritter Stock, obwohl wir keine Treppe gestiegen sind. Super. Eine unsichtbare Treppe. Jetzt gehen wir wieder runter. Oh. Und nochmal. Und Erdgeschoss. Jetzt gehen wir. Das heißt, wir müssen das wieder hoch, um ganz nach unten zu kommen. Geile Philosophie und so. Weg mit euch. Ja, das Ganze, wir sollen nach Mysidia, aber erst gehen wir in den Keller. Ja, okay. Dass wir diese beiden Masken holen sollen, haben sie ja gesagt. Nur meine Befürchtung ist, ich war, glaube ich, schon mal in Mysidia. Oh. Das ist, das hatte ich der Kollegin Negoya in der letzten Folge mal gezeigt. Es ist so, es gibt eine Insel mitten im Ozean und die hat ungefähr dieselbe Wegbeschreibung wie ein Ort, wo ich als erstes hin sollte. Und deswegen habe ich es vertauscht. Das Problem war nur, zu dem Zeitpunkt war ich auf der Suche nach den Drachenrittern und habe so gedacht, das muss irgendein Ort sein, der nach Yoda aussieht, ne? Jetzt rat mal, wie der Ort aussah, wo ich war in Mysidia. Wahrscheinlich war er recht grün und verschrumpelt. Ja, es war ein unterirdischer Sumpf. Ja. Ich bin den ganzen Weg darunter gelatscht und ich erinnere mich noch dran, unten in der letzten Etage, da waren freundliche Typen, die alle Masken getragen haben. Ah ja. Ja, da müssen wir natürlich Minu, der wahrscheinlich dann da in diesem Sumpf ist, natürlich auch in Yoda-Style sprechen natürlich. No, das wäre aber eine Enttäuschung, dass Minu Yoda ist. Oh, nö. Naja, aber der wird doch, der ist ja auf dieser Insel. Ja, nee, aber Minu, den kennt man schon seit Anfang des Spiels, deswegen. Das ist der Weißmagier des Hofes von Hilda. Genau, hat's ja gesagt. Oder der. Ja, der König. Ja. Heilen mit ihr. Ich hätte vielleicht mal im Gasthaus eine Runde ausruhen sollen. Das Mana ist ein bisschen knapp. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Na, ich habe ein bisschen Äther dabei, das soll reichen. Boah, sind da viele Monster auf dem Bildschirm, what the fuck? Zum Glück sterben sie genauso schnell. Wenn wir die Kämpfe nicht beschleunigen könnten, dann wären die Folgen gleich mal ein ganzes Stückchen länger oder kürzer, je nachdem. Ja, das kenne ich, ja. Und überall die hübschen Dekorationen auf dem Boden. Oh mein Gott, ein Wechsler. Ein Wechsler, okay. Verwandelt sich das Vieh in mich? Sieht aus wie ein Gehirn, was Tentakel bekommt. Das erinnert mich an diesen einen Gegner aus Dead Space, dieser Kopf, der durch die Gegend läuft, und wenn er den. Okay, der hat irgendwas wechseln wollen gerade. Wenn er den. Hoffentlich hat er keinen Äther jetzt abgezogen oder so. Sah sehr nach einem Äther oder Lebensabsorber aus. Ja, die Parasiten haben den drauf, habe ich leider gemerkt letztens. Dead Space.
Ja, genau. Ich denke nur gerade nach. Kennst du in Dead Space, da gibt's ja die, wenn die Gegner dich angreifen, manchmal hast du ja solche, diese Button-Mashing, so Quick-Time-mäßig, dass wenn das nicht machst, dass sie dann Instant-Kill auf dich setzen. Ah, okay, ja. Stell dir mal vor, das war, ich finde, der schlimmste von allen Toten in Dead Space 1. Einfach nur dieser kleine Kopf, aus dem unten aus dem Hals so Spinnenbeine wachsen. Wenn du den nicht gegen ankämpfst, wenn er dich greift, der reißt Isaac den Kopf ab, die Tentakel gehen in den Hals von Isaacs Körper rein und steuern den dann. Oh, schön. Ich selber Das, und der kommt dann so wirklich auf die Kamera zugewackelt in dem Moment. okay. Ich selber habe Dead Space nie gespielt. Ich habe es nur ein bisschen bei Zuima verfolgt. Aber auch nicht ganz. Und Layla ist ein bisschen so halb. Ja, gibt Schlimmeres, aber ich halte doch mal. Wozu hat man sich so viel Potions gekauft? Spart Mana. Oh, Dead Space. Bei wem habe ich das geguckt? Bin mir gerade nicht sicher. Also Zui, glaube ich, wäre mir dafür nicht schreckhaft genug. Naja, sagen wir es so, Sui hat sich teilweise sehr, ja, sehr Dumm angestellt. mädchenhaft angestellt. Ach so, ich dachte schon, er wäre da irgendwie dreimal durch die Gegend geeiert und hätte keine Ahnung, was er tun soll. Nee, das ging schon, aber er hat sich sehr mädchenhaft teilweise angestellt. Fand ich jetzt, war jetzt mein Empfinden. Okay, ich sollte besser jetzt nichts sagen, wenn ich daran denke, dass ich in der letzten Indiana Jones Folge von der Spinne den totalen Ausraster gekriegt habe. Ja, ich bin lieber still, aber ich bin auch schon verpflichtet worden, Amnesia 2 zu spielen nächstes Jahr. Ja, ich dürfte aber auch nichts sagen, denn ich bin auch immer total Schrecker. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, Calling LP für die Wii und habe da auch teilweise extreme Herzinfarkte bekommen, wo manche sagen, ey, ist ja voll langweilig. Also. Dafür sind Horror-LPs momentan ja das gefragteste von allen anscheinend. Stimmt. Liegt wohl an Amnesia und Slender und so. Aber ich habe damals auch nur Calling mir gekauft und mal gespielt, das erste Mal, wegen Suis Project Zero-Reihe, wo ich dann mal, komm, jetzt probierst du auch mal so ein Horror-Ding. Und dann habe ich das auch mal so halt einfach für mich erstmal ausprobiert, das erste Mal Calling. Gut geworden, beziehungsweise das Spiel insgesamt gut gewesen. Also ich persönlich finde es gut, es ist halt ein totales Japan-Spiel, ne? Das heißt, du ist halt dann auch in der Ego-Perspektive, wäre so. Jo. Und landest ganz plötzlich in irgend so einem Raum und wirst du von so Geistern gejagt und überall sind so halt so Schockelemente drin. Deine Wii klingelt und deine Wii Remote wird halt als Telefon dann gebraucht Oh, interessant. und überall knarzt es und überall fällt mal was runter, wenn du läufst und. Also für mich war es sehr schreckhaft. Dann ist ja Ich gut. also ich persönlich fand es auch recht wirklich nice, das Spiel. Und du kannst so also viele versteckte Sachen finden, die dann so spätere Sachen freischaltet. Das ist eigentlich ganz nett. Klingt nice. Also wenn es in die Project Zero Sparte schlägt, weil das habe ich auch von Sui angeguckt. Das war nicht unbedingt mein Lieblings-LP bei ihm sowieso, aber es hat was anderes. Es ist mal ein bisschen außergewöhnlicher. Ist richtig. Ich hab seine Project Zero Teile eigentlich recht gerne geguckt. Und wie gesagt, also Calling ist halt aus der Ego-Perspektive. Ja, das schadet selten. Ich meine, Amnesia macht's ja auch. Ja. Obwohl ich eigentlich nicht so der Ego-Perspektiven-Spieler bin. Ist das von du mehr Rollenspieler? Weil diese Aussage würde ich auf keinen Fall bei einem Ego-Shooter erwarten. Von daher mehr Rollenspieler als Ego-Shooter auf dem Plan bei dir? Ja, ich kann mit Ego-Shootern und Ego-Perspektiven-Spielen eigentlich grundsätzlich nichts anfangen. Da war das Calling wirklich eine Ausnahme mal gewesen, was mich das auch gefesselt hat. Aber ansonsten kann ich mit Shootern gar nichts anfangen, aber wirklich gar nichts. Die neuere oder allgemein? Allgemein. Okay. Allgemein, auch so aus der Ego-Perspektive. Deswegen bin ich immer ganz fasziniert, wenn dieser Hype um Modern Warfare und Black Ops und wie sie alle heißen, so Ja. mega Hype ist und ich stehe dann da und sage, nee, nicht doof. Ja, da hast du einen Leidensgenossen. Ich weiß nicht, früher habe ich das gespielt. Also die ersten zwei Call of Duty Teile und Medal of Honor, ich glaube so zwei Stück habe ich gespielt und ich finde es auch nicht schlecht. Aber
ein Spiel, was praktisch keine Story hat, ist in meinen Augen tot. Ja. Ich spiele ja Final Fantasy. Würde mir auch, glaube ich, dann so gar keinen Spaß machen, einfach nur da so rumballern. Ja. Ja, es ist, wenn es Abwechslung drin ist, ich meine sowas wie Crysis oder Dishonored teilweise oder so, oder Hitman. Hitman ist auch eine richtig nette Sache manchmal. Das macht schon Laune, nur, weißt du, ich spiele jetzt hier nicht Final Fantasy, weil da so viele Monster verdrischt werden und wir hier ein Genozid begehen an allen möglichen Rassen, sondern weil gute Story. Nicht in diesem Spiel hier, aber in den nächsten hoffentlich wieder. Nicht in diesem Spiel. Nicht in diesem Spiel, aber dann demnächst wieder hoffentlich. Hm. Wenn ich einen Weg finde hier raus. Da ist eine Schatztruhe. Laufen ganz schön viele von diesen Stalagmiten rum. Ja, und haben auch nichts drauf zum Glück. Ich glaube, jeder lernt auf dieselbe Weise Orichalcum. Das könnte... Ein unerwarteter Tatengriff. Oh mein Gott, eine Gorgimera. Oh oh. Das könnte lustig werden. Wie stark sind die? Ja, das heißt noch nichts. Gut, das könnte... Ja, das geht aus. Das geht sich aus. Weg. Wahrscheinlich hey. Einer. Hey. Tyrion ist ein bisschen stark im Gegensatz zu der kleinen Layla. Ja, Layla ist halt hier die untertrainierte vierte Mitglied. Das ist das vierte Rad am Wagen. Von daher... Ist so. Das vierte Rad, ja. Klar, Wagen fährt ja auch so gut mit drei Rädern. Ist klar, ne? Ja, unser Wagen fährt nur mit drei Rädern. Vier Wagen, vier Reifen sind viel zu Mainstream. Mainstream, das ist das Mainstream-Dreirad. Kommt gut. Oh, was ist das denn? Ah! Geil, ich habe erstens mal die richtige Tür ausgewählt. Ey, weiße Maske halten. Einfach so, ohne Endboss, ohne Endgegner, what? Kann ja, anscheinend. Ich könnte jetzt noch die anderen Türen mal testen, aber ehrlich gesagt sind es wahrscheinlich nur wieder leere Räume. Aber weißt du was, bevor jetzt mich irgendjemand flamet, weil ich es doch nicht getan habe, ich gehe jetzt einfach hin und beweise, dass es leere Räume sind. Mhm. Wenn ich mich irre, sind wahrscheinlich Truhen drin. Nicht, dass dann einer noch sagt, oh mein Gott, da hast du die beste Waffe des Spiels verpasst. Das hätte mich sowieso gerade gewundert. Weißt du, Orichalcum in Golden Sun ist das eine der besten Waffen zum Schmieden gewesen. Ist richtig, ja. Es ist ein Dolch. Ein Messer. Okay, Moment. Layla, Stilett gegen Orichalcum tauschen. Das erhöht... Ja, 18 Punkte ist nicht wenig. Boah. Bei Orichalcum muss ich immer an den dritten Indiana Jones Teil denken. Der dritte? Ja, ja. The Fate of Atlantis. Ach so, das Spiel, ich dachte gerade, du meinst den Film, deswegen habe ich mich gewundert. Ach so, nee, ja, ich rede natürlich von dem uralten Adventure. Verdammt, Atlantis, das war, glaube ich, das ist so wie bei Monkey Island 2, da hast du zu viel zum Erkunden für meinen Geschmack gehabt. Von wegen auch mit den mehreren Inseln, dass du da so viel unterwegs bist, das war nicht ganz so mein Fall, ehrlich gesagt. Moment. Ja, na, vor allem bei Fate of Atlantis hast du ja dann auch noch die Möglichkeit, für die verschiedenen Schwierigkeitsgrade dann nach dem Intro auswählen zu können. Dass du hier direkt der einen Tusse, ich weiß jetzt, tut mir leid, Tusse, blöder Name, dass du der einen Frau da sagst von wegen, hilf mir nicht, hilf mir, oder ich klopf sowieso meinen Weg alles durch, ne? Richtig, genau, es gibt dann die drei Schwierigkeitsgrade mit ohne Hilfe, das ist dann mega bockschwere Rätsel. Oder ich kämpfe lieber, das ist da verklopst dann halt hauptsächlich Nazis und die Rätsel sind recht easy. Und dann halt, oder da halt der normale Weg mit ihr zusammen. Da muss ich nur an den... Moment, das war nicht Atlantis, das war der... Ja genau, der letzte Kreuzzug, das Adventure. Von dem habe ich gespielt, das hatte ich früher als Kind gehabt. Ich glaube so 8 bis 12 Jahre habe ich das irgendwie mal wieder ausgekramt. Das Problem war nur, dass die Speicherstände in dem Spiel nicht funktioniert haben für mich. Ach, scheiße. Und dann versuch mal in dieses Nazi-Schloss reinzugehen und deinen Vater zu befreien, wenn er wirklich jedes Mal Uniform wechseln muss und ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Das geht beim ersten Typ natürlich, beim dritten geht's dann nicht mehr. Oh Gott, war das nervig. Nee, also die Türen scheinen leer zu sein. Ja, ich habe auch, als es damals rauskam, ich habe es auch nie durchgeschafft, weil ich habe dann mal an meinem Internet nachgeschaut, was du alles für Bücher brauchst, um durch die Kanalisation zu kommen überhaupt in Venedig. Oh, ja. Du brauchst ja Horrenden von Büchern. Ja. Wäre ich nie drauf gekommen. Warte mal, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich habe in der Komplettlösung gelesen, welche Bücher es waren, wo man die finden musste. Aber wenn ich so drüber nachdenke... Genau, du musst es... Ich glaube, ich habe die niemals aufgemacht. Ich habe immer einfach nur irgendwelche Bodenplatten geschrottet und dann nochmal von vorn angefangen, wenn es nicht geklappt hat.
Ja, klar, wenn die Bodenplatten, ja, die Bodenplatte, um die Kanalisation dazu kommen, die kriegst du durch Probieren. Aber um durch die Kanalisation darunter dann noch zu kommen, um zu dem Sarg zu kommen, da brauchtest du Unmengen von vielen Büchern. Ja, warte mal, das war das mit diesem komischen Korkenrätsel und irgendwo am Ende mit dem, oh, diese Melodie, die man auf den Totenschädeln schlagen musste. Oh Und mein Gott. also ein Kram, genau. Also es war also den Na, dritten Adventure-Teil habe ich nie durchgespielt. Habe ich nie geschafft. na gut. Okay, wie man halbwegs auf meiner Uhr erkennen kann, nicht vielleicht die Zuschauer, aber du, weil du ja meinen Bildschirm siehst, 1 Stunde, 3 Minuten und 30 ist rum. Yay! Von daher. Ja, wir haben heute eine Menge geschafft, glaube ich zumindest. Hoffe ich mal. Wenn das Spiel uns das nächstes Mal verrät, ja, ob wir wirklich so viel geschafft haben. Ich bedanke mich für deine Anwesenheit, Muni. Ich hoffe, das geht klar mit Ja. Muni. Ja, Gut. ist ja eh kürzer. Ist auch viel besser. Ja, ich Ja, ich lasse. danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, und dann würde ich sagen, Leute da draußen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Final Fantasy 2 Let's Play, mit dem nächsten Gastkommentator, wenn wir anscheinend eine Maske besorgen gehen und Minu dabei finden. Hoffe ich mal. Ansonsten, ja, tötet mich bitte sofort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.